So, ja, ich begrüße euch zur schon 10. Folge des FIFA 14 Pack Openings. Ja, da es jetzt die 10. Folge ist, habe ich mir mal überlegt, so eine Special zu machen, nämlich eine XXL-Folge. Jetzt erstmal kurz synchronisieren. Fußzentrale, spielen Mannschaften, Shop, Transfers, mein Verein, Transfers, Shop. Gut. Gehen wir mal kurz aufs Team der Woche. Richtig geiles Team der Woche. Natürlich Thiago Silva, Robben, Schürrle, Hummels, Gaetan, Sissoko, Kana, keine Ahnung wie der heißt, Benteke, Tevez, 88er, auch ganz gut. Aduri ist aber gar nicht so schlecht, guck mal die Werte an, 91 Kopf, weil 84 Schuss, dafür sind Dribbling und nicht so gut, auch nur 3 Stände-Skills. Jo, 10. Folge des FIFA 14 Pack Openings, deswegen hier keine Special, ich werde jetzt eine XXL-Folge machen, also viel mehr Packs öffnen als sonst. Ihr seht, 125.000 Münzen habe ich mir zusammengespielt. Ja, ich habe eigentlich eine Idee gehabt, dass ich würde mir so ein Inform-Team bauen, aber dann ist mir ja eingefallen, was bringt es dir, wenn du jetzt ein Inform-Team hast? Ja toll, nur ein ganzes Team mit schwarzen Karten, ja, nicht so toll. Da habe ich zum Beispiel jetzt die ganzen, habe ich Adebayor Inform, Adam Inform, Terry Inform, Tim Howard Inform und Mertesacker Inform, die habe ich jetzt alle verkauft und komme auf die tollen Anzahl von Münzen. Ja, das waren jetzt nicht die wertvollsten Inform-Spieler. Und ja, da ich auch jetzt in letzter Folge so viel Glück hatte mit dem also Folge 9 war, hatte ich richtig viel Glück, Folge 8 hatte ich wieder scheiß Glück. Bin ich richtig heiß auf die Päckchen. Und ja, gehen wir mal auf den Shop, auf die Goldsets. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt nicht das Promo-Pack ziehe, weil da nie was Gescheites drin ist, wenn ich es ziehe, sondern nur was Gescheites drin ist, wenn andere das ziehen. Deswegen ziehe ich nur 7500er Packs und ich fange jetzt auch gleich an mit dem ersten Pack. Jo, mal schauen, wie viele Packs wir zusammenkriegen. Okay, erstes Pack sind so gut wie für einen Arsch. Vielleicht mal schauen. MS zu ST, das könnte einiges wert sein. Weiß ich nicht, das schaue ich jetzt nach. Für den XXXL-Folge. Ja, ist nichts wert. Diesmal wäre echt tolles, richtig tolles Pack, Mensch. Ah, Mann. Das kriegst du nicht verkauft. Die Verträge mir einsacken. Den komischen Linksverteidiger muss ich mir nochmal angucken. Ob der vielleicht irgendwas wert ist. Bei 81 Pace. Naja, mal gucken. Ich glaube nicht. Naja, eigentlich gar nicht so. Ja klar, 5000. Fahre ich mal auf die Transferliste. Die anderen werden nichts wert sein. Deswegen Schnellverkauf. So, nächstes Pack jetzt gleich. Falcao drauf. Eigentlich ziehe ich nie, wenn Falcao drauf ist, weil Falcao bringt mir so ein bisschen Pech, weil ich habe noch nie. Ich glaube, ein Rare-Spieler hatte ich glaube ich noch nie gezogen. Ich weiß nicht, also ich habe nur Keys gezogen, wo der drin war. Okay, jetzt auch Jones. Dafür 4 Spieler, aber. Ah, okay. Doch kein Keys, gerade das Goldset. Einlösen machen wir da am Ende. Der verfolgt mich, habe ich das Gefühl. Der war in der 8. Folge auch schon dabei. Der Cardoso da, weil ich muss mal gleich mal nachschauen. Seltene Trainer, die sind ja immer. Manager sind es ja keine Trainer. Sie können ja immer was wert sein. Momentchen. Das lädt jetzt. Ah, was wert? Na. Ist der nicht? Nee. Kann man abstoßen. Aber den rechten Verteidiger da von Menu, den nehme ich nur gerne mit. Jo. Abstoßen. Yay. So, das Gratis-Pack gibt's dann später. Jetzt nochmal Tim Cahill drauf. Die Legende, komm.
Bring mir was, bitte, bring mir was, bitte, bitte, bitte. Komm. Habe ich schon, heute habe ich noch keinen Rare-Spieler, ne? Noch keinen Rare-Spieler, aber... Die tun wir mal ja, auf die Transferliste. Noch kein einziger Rare-Spieler, das regt auf. Das Glück hat uns verlassen, glaube ich. Okay, ich habe eh viel zu viel Pech. Nicht denn, er ist schon wieder der Typ. Langsam ich kriege Albträume von dem, ey. Mann, oh Mann. Komm, David Alaba drauf. Vielleicht auch drin? Vielleicht auch drin? Das wäre schon mal cool. Das wäre schon mal echt cool. 18k ist der Wert. David Alaba. Und jetzt ein Heitinger. Immer noch kein Rare-Spieler. Wollt ihr mich echt verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Dafür Spielertraining. Ah. Oh. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nichts Gescheites sehe ich, nichts Gescheites. Heitinger nehme ich noch mit. Oder und der da vielleicht auch. Oh, ei, ei, ei. Wir ziehen so viele Packs, bis die Münzen alle sind. Und ich glaube, es sieht auch so aus, dass ich einen kleinen Break bald machen muss, weil mein Speicher ist mal wieder überfüllt. Das ist so typisch. Immer noch kein Rare-Spieler, was los? Dafür Liga BBVA. Anchoa, wie man es ausspricht, Anchoa, keine Ahnung. Erst nehmen wir mal einen Verein. Na, ich will mal, ich will wieder eine schwarze Karte ziehen. Die sind alle nichts wert. Oder? 7, kenne ich gar nicht. Müssen alle nichts wert sein. Abstoßen. Yay. Verkau drauf. Bitte, das ist mein ersten Rare Player. Das wäre schon cool. Überspringen wir mal, vielleicht bringt es was. Erster Rare Player. Yay. Aber trotzdem. Jones ziehen wir schon wieder. Zapata halt nicht gerade der. Und Ireland! Ist mir gleich aufgefallen. Ihre, jawohl, die bringen immer was ein. Wodka! Wodka, Wodka! Von Russe sieht er sieht echt aus wie ein Russe. Auf die Transferliste. Und das ist alles ja schön einspeichern. Auch das 40er nehme ich mit, aber das 60er nicht, weil ich die eigentlich nicht brauche, wenn ich 40er habe. Es geht immer auf die Transferliste, kann man schön für 200 schnell, 200 verkaufen. Und ich glaube, ich mache jetzt meinen ersten Cut. Ja, ich mache meinen ersten Cut, weil mein Speicher ist voll mal wieder. Also, wir sehen euch jetzt gleich wieder nach dem Cut. Bis denn. So, ja, da bin ich wieder nach einem kurzen Break. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ja, genau. Wir haben bis jetzt noch nichts Gescheites gezogen. Das ist natürlich ein wenig ärgerlich. Also gleich. Hat gerade geleckt. Weiter. Wieso gehe ich zurück vom Job? Auf die Sets stürzen. Okay, komm, bring uns Glück. Bring uns Glück. Ab sofort schaue ich immer auf den Fernseher und auf den Bildschirm, weil ich ja das letzte Folge immer gemacht habe und da immer was Gutes rauskam. Aber dieses Mal haben wir bis jetzt nur einen Rare-Spieler gezogen. Das ist der Wahnsinn. Das ist auch ein bisschen Hawkammer noch, das ist ganz okay. Aber irgendwie nicht so die Spieler heute, ne? Sollen wir dann so ein Zusatzspielerteil ziehen? Eins ziehen wir, okay. Eins ziehen wir, eins werden wir ziehen. Fest abstoßen. Ja, eins ziehen wir. Für 25.000 kostet es, oder? Messi drauf. Hoffentlich Messi drin. Das wäre so hammergeil. Das wäre so hammergeil, wenn ich sehr Cristiano Ronaldo oder Messi drin hätte. Das wäre der Wahnsinn. Müller! Müller! Groß! Müller und Groß! Geil! Ah, der war vor ein paar Stunden noch in Form, Freunde. Der war vor ein paar Stunden noch in Form. Mann, wie viel ist denn der wert, der Müller? Ich glaube nicht so viel, oder?
Ich glaube, das ist nicht so viel wert, der Müller. Ach nee. Vor ein paar Stunden war er noch in Form, Freunde. Er war vor ein paar Stunden noch in Form. Schade, schade, schade. Ich habe ihn noch nie gesehen. Der war vor ein paar Stunden noch in Form. Das ist echt blöd. Ein paar Sachen können wir behalten. Meine, die, da weiß man ja nie bei denen, ne? Bei den Saudi-Arabier, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Ey, Junge! Oh. Ich hab's gedacht, dass das gut ist dabei. Aber den behalte ich mir mal, oder? Warte mal. Der ist Hunter drauf. Gibt's da irgendein Gebot? Naja. Tun wir mal auf die Sonsfelderliste. Sonnen, oh, die dabei, die könnten noch was bringen, aber sonst. Abstoßen. Ja, nehmen wir wieder ein 7500er Pack jetzt, ne? Messi drauf, war gerade eben auch. Und da war Müller drin. Und, ja. Und da ist Fletcher drin. 58 Pace, oh komm, und zwei seltene Verträge, komm doch. Fabianski. Eieiei. Vielleicht gerade ein bisschen. Okay, gut. Verträge jetzt wieder einpacken. Nicht so das beste Pack unbedingt heute, ne? Ich weiß nicht, ob ich noch so ein 25k-Pack ziehen soll. Soll ich oder soll ich nicht? Ja, guck mal, eins ziehen wir noch jetzt. Jetzt mache ich die Augen zu. Oh, ich habe es sehr lange nicht mehr gemacht, aber ich mache die Augen zu und sehe nicht, was da jetzt passiert. Ist es fertig? Nee. Weil ich höre es ja am Sound. Jetzt erscheint gerade die Karte, oder? Mach meine Augen auf. Rudi! 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 Ja! Jawohl! Rudi! 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 Wayne Rooney! Wayne Rooney! Hey! Das ist doch mal geil! Das ist doch mal geil! Das ist das ganze Pack! Sieht's wieder raus hier! Bam! Wayne Rooney! Geil! Jawoll! Wayne Rooney! Genau du, Wayne Rooney! Willst du mich hören? Oh Gott! Geil, geil! Richtig geil! Freut mich! Bin nicht so ausgerissen wie beim ersten Inform, habe ich mein Inform ungefähr nur ein Drittel von dem Wert ist. Oder ein Viertel sogar. Ja, aber Inform ist schon was Besonderes, finde ich. Jets, na, kann auch was wert sein. Die sind nichts wert, nichts wert, nichts wert, nichts wert, nichts wert. Was ist denn das für ein Typ? Mischbubi. Ich sag, das war ja richtig gutes 25k-Pack hier. Wayne Rooney gezogen, meine Freunde. Hey! Okay. Jawohl, freut mich. Jetzt können wir abstoßen. Ist der Wart? Ich will noch einen 5. Na, nee, bleib bei meinen 7500er Packs. Ich habe schon zwei 25k Packs gezogen. Überspringen wir mal. Packard und Grenier. Ist der Packard was wert? Nicht so, glaub nicht, oder? Ah, nee. Also mit 7500er Packs, nicht so heute. Aber das ist ja Special-Folge, ne? Ich hoffe, euch macht es Spaß. What? Okay. Wayne Rooney, yeah. Ich weiß nicht, ob ich den behalten soll, Wayne Rooney. Ich glaube nicht, nee. Bin nicht so der Rooney-Fan. Das leckt gerade alles bei mir ein bisschen. Komm. Zwei, vielleicht auch drei Packs sind noch drin. Verkau. Ich habe noch nie was gezogen, wo ich drauf war. Noch nie was Gescheites gezogen. Noch nie.
Oh, bitte, 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 das wird auch dabei bleiben. Obwohl, Modifikation? Wie? Was bringt dir das? Wer spielt schon bitte mit Außenverteidiger? Wer spielt schon bitte mit Außenverteidiger? Mann. Das ist doch... ist doch blöd. Blöd ist das. Und zwei seltene Verträge wieder. Was haben wir für Spieler? Nee, auch nichts wert, Alter, oder? Mit Brasilianern weiß man ja nie. 39 Sterne Skills. 31 vorhaben. Jeder vielleicht noch 81. So. Noch ein tolles Premium Gold Set. Vielleicht, ich glaube, das letzte Premium Gold Set. Wir haben noch so ein Zusatzpack. Überspringen. Pizarro Benz. Ganz okay. Oder wie viel ist der Band wert? Ich weiß es gar nicht. Band, Band, Band. Oh, ich hab schon gedacht. Leute, ich hab schon gedacht. Der ist jetzt was Gescheites. Zubus. Der ist was wert. Na, nix da. Der ist nix wert, ey. Oh, ich hab mich schon gefreut innerlich. Mann. Pizarro, ja. Aber es sind extrem viele Spieler jetzt gewesen, gerade eben. 82er Pace, Innenverteidiger können wir immer mit. Neben Danilo. Ja, das sind solche Silberspieler. Da weiß man ja nie, ne? Ist da was wert? Nee, nix wert. Der andere Russe denke ich auch nichts wert. Obwohl. Mal gucken. Das ist immer so, wieder solche Leute, die regen mich auf. Ich stelle die Karte so hoch rein, da denkt man natürlich gleich, yay, der ist das wert. Kommt der nächste, der stellt ihn so hoch rein. Mit Shadow auch noch, weil Shadow ist auch so viel teurer macht ein Silberspieler. Ich weiß, dass Shadow teuer ist, aber dann hat ein Basisspieler so hoch reingedingst. Also den kann man abstoßen. Und die nächste Dings will eh niemand haben, die Trigger sind auf den Arsch. So, jetzt haben wir noch mal unseren Gratis-Pack. Vielleicht können wir uns noch einen... Ne, warte, wir ziehen jetzt ein Silber-Premium-Set. Weil da sind auch immer ganz gute Silberspieler drin. Komm, Akbon Lahore, Akbon Lahore, Akbon Lahore. Der beste, teuerste Silberspieler. Vielleicht ist er drin. Barretto. Oh, mal schauen, was der Wert ist. Na, nicht so geilsten Werte, ne? 470er aber. Naja. Okay. Der ist nichts wert. Ja, Marokkaner, das weiß man ja nie. Ne, kannst vergessen. Auch wenn es ein Bronzespieler ist, das gibt's ja, keine Ahnung. Vielleicht der einzige ZOM von Marokko, kann ja sein. Schön wieder einpacken hier. Wie sich's gehört. Hallo? Gut. Auf jeden Fall, ich werde auch ein... sind ganz coole Trikots, aber abstoßen. Auf jeden Fall, ich werde ein Best-of von meinen ersten 10 Pack-Openings machen. Also ich werde jetzt, glaube ich, die Top 5, ja, die Top 5 der, keine Ahnung, lustigsten 10 oder irgend so was halt, ne, machen. Und, ja, da werde ich mir was Lustiges einfallen lassen, was auf die 1 kommt, vielleicht der Inform, wahrscheinlich schon. Okay, da ist auch nichts drin im Gratis-Pack, doch, bitte. Lass es nicht irgendwie auf von linken Verteidiger oder rechter Verteidiger auf rechter Außenverteidiger sein, bitte nicht. Jawohl, das ist ganz gut, das ist ganz gut. Das ist auch immer ganz gut zu gebrauchen, eigentlich. Das ist gar nicht mehr so schlecht, das Pack. In den Verein, in den Verein. Die auch natürlich schön mitnehmen. Was haben wir da für Spieler? Borriello. Der war bei oben, ne?
Der hat ganz gute Werte, ganz gute Allround-Werte. Den nehmen wir auch einfach mal mit auf die Transferliste. Schade. Ja, nix bei der Heilung, aber fast liegen lassen, natürlich mitnehmen. 254 Dinger. Münzen kriegen wir dafür. Und ja, schauen wir mal kurz auf die Transferliste. Wen haben wir heute Schönes gezogen? Ja, ganz klar, wer der beste Spieler ist, den wir gezogen haben. Natürlich Wayne Rooney mit den 87. Das ist geil, den zu ziehen. Aber im MS, ne, aber ich habe jetzt noch so eine Karte oder so. MS zu ST habe ich. 81 Kopf. Soll ich den behalten oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt kein Ding-Team, kein England-Team, aber ich baue mir wahrscheinlich bald eins. Nochmal Preisvergleich. Ich werde nochmal schauen, wie viel der Wert ist. Jawohl, das ist schon geil, den Wayne Rooney zu ziehen. Ja, er ist was wert. Yay! Und das war's jetzt damit mit dieser Folge. Diese Folge. La 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 la. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann drückt den Daumen mal kräftig nach oben. Wenn nein, dann lasst das einfach. Und hiermit verabschiede ich mich. Servus. Macht's gut. Und ciao.